Die Familie Weasley ist eine Familie, die man nicht unterschätzen sollte und die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Denn die meisten Mitglieder dieser außergewöhnlichen Zaubererfamilie haben Großes geleistet und einen wirklichen Unterschied im Kampf gegen Lord Voldemort und die Todesser gemacht. Zwei dieser Mitglieder sind natürlich die berühmten Weasley-Zwillinge, Fred und George. Heute gucken wir uns die 10 größten Unterschiede zwischen den beiden an, denn obwohl sie viele Parallelen haben, unterscheiden sie sich in einigen Punkten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es, wie bereits erwähnt, um die Weasley-Zwillinge Fred und George Weasley. Genauer gesagt werden wir ihre Unterschiede zueinander besprechen. Fred und George sind das vierte und fünfte Kind von Arthur und Molly Weasley, geboren im Jahr 1978. Es ist wahrscheinlich für niemanden eine Überraschung, dass sie eineiige Zwillinge sind, was bedeutet, dass sie körperlich fast identisch sind. Dennoch unterscheiden sich ihre Persönlichkeiten leicht voneinander, trotz ihrer äußerlichen Ähnlichkeit. Heute möchte ich herausfinden, wie wir Fred von George unterscheiden können und auch betrachten, welche individuellen Beiträge sie zur Saga geleistet haben, um zu sehen, ob ein Zwilling bedeutender ist als der andere, aus Sicht der Geschichte natürlich. Aber zunächst einmal, einer muss doch älter sein, oder? Ja, genau, Fred ist älter und er wurde am 1. April 1978 als erster Bruder geboren. Also muss er der ältere und auch weisere Bruder sein, oder? Tragischerweise ist das vielleicht richtig, dass er der Weisere ist, aber leider ist er auch der Erste, der starb von beiden, und zwar während der Schlacht von Hogwarts. J.K. Rowling hat erklärt, dass Freds Tod einer der schwierigsten Momente war, die sie jemals schreiben musste. Sie enthüllte auch, dass Fred der gewählte Bruder war, weil er etwas auffälliger war, was darauf hindeutet, dass Fred in den Büchern und den Filmen eine etwas prominentere Rolle spielte als George. Fred wird in den Büchern etwa 900 Mal erwähnt, während George nur etwa 700 Mal vorkommt, was natürlich auch schon viel ist, aber Fred war ein wenig im Vordergrund. Der Grund dafür könnte sein, dass Fred entweder der extrovertiertere Zwilling war, der oft den Ton angab, als er als erster sprach, während George etwas zurückhaltender war und oft die Erklärungen übernahm, oder ein anderer Grund. Und zwar, dass Fred der Anstifter für die meisten ihrer Streiche war, während George oft einfach nur mitmachte. Wenn die Weasley-Zwillinge etwas besonders Unanständiges anstellten, war es meistens Fred, der die Führung übernahm. Zum Beispiel fuhr er den fliegenden Ford Anglia, als die Zwillinge und Ron Harry in seinem zweiten Schuljahr aus dem Private Drive befreiten. Fred war auch derjenige, der den Salamander aus Pflege magischer Geschöpfe stahl, um ihn mit dem Filibuster-Feuerwerk zu füttern, und er war auch derjenige, der versehentlich den Zungentoffee von Dudley fallen ließ. Außerdem ist dir vielleicht aufgefallen, dass es immer Fred und George und nie George und Fred heißt. Fred sprach immer zuerst und George erklärte danach, was Georges Situation nach Freds Tod umso trauriger machte. Die beiden Zwillinge waren in ihrem ganzen Leben ziemlich unzertrennlich und nach dem Krieg war George wahrscheinlich ziemlich verloren, da er jahrelang Freds Handlungen verfolgt hatte, ohne selbst wirklich aktiv zu werden. Nach Freds Tod heiratete George Angelina Johnson, die eigentlich Freds Ex war. Es mag etwas ungewöhnlich sein, aber sie hätten glücklich sein können. So glücklich, wie er ohne Fred sein konnte. Rowling bestätigte, dass George auch nach dem Verlust seines Zwillings weiterhin in Weasleys zauberhafte Zauberscherze arbeitete, das er gemeinsam mit Fred gegründet hatte. Der Verlust eines Familienmitglieds, insbesondere eines Zwillings, war für George eine immense Herausforderung. Und obwohl er wieder glücklich wurde, würde sein Leben nie mehr dasselbe sein. Der Tod seines Bruders veränderte ihn für immer, und die schmerzliche Lücke, die Fred hinterließ, konnte nie vollständig gefüllt werden. Fred war zwar etwas gesprächiger und neigte dazu, ein wenig mehr Unfug anzustellen, aber er und George waren eine nahezu perfekte Kombination, denn George war immer zur Stelle, um die Sache zu beruhigen. Versteh mich nicht falsch, George tat das gerne. Er hätte nie gewollt, dass sich das Verhalten seines Zwillings ändert, und er war froh, den Schaden zu begrenzen, nachdem Fred den Mund aufgemacht hatte, auch wenn sich das komisch anhört. Fred und George waren beide zweifellos charismatisch, aber George war sozusagen das öffentliche Gesicht der Weasley-Zwillinge und konnte viel subtiler und diplomatischer sein als Fred. George war der Zwilling, der den Brief an Ludo Bagman formulierte, weil er wusste, dass bestimmte Formulierungen anklangend klingen würden, und er war derjenige, der verstand, warum Hermine Zugang zu den Schulküchen wollte. Er war sogar derjenige, der sich daran erinnerte, das neue Passwort für den Gemeinschaftsraum von einem Vertrauensschüler zu bekommen. Wenn du jetzt denkst, das war's mit den Unterschieden, dann muss ich dich leider enttäuschen.
Denn nicht nur ihre Persönlichkeiten waren unterschiedlich, sondern auch ihre physischen Merkmale waren nicht ganz identisch, was nicht gerade überraschend ist. Die sportliche Leistung war individuell verschieden und zufälligerweise war George der bessere Sportler, besonders wenn es um Quidditch ging. Obwohl Fred als auch George herausragende Spieler waren und beide im Gryffindor Quidditch-Team waren, haben viel mehr Leute über George berichtet als über Fred, was den Sport anging. George schien der etwas aggressivere der beiden auf dem Quidditch-Feld zu sein. Einmal schlug er einen Platscher nach einem Spieler, um seinen Gefühlen Luft zu machen, und er revanchierte sich für einen Foul, indem er einen Slytherin-Schüler in eine sehr prägnante Lage brachte, indem er ihm einen Ellenbogen ins Gesicht schlug. Abschließend möchten wir natürlich noch herausfinden, ob es physische Merkmale gibt, an denen wir Fred und George nur rein körperlich unterscheiden können. Im nächsten Abschnitt, also dem, wo wir physische Merkmale vergleichen, werden wir uns dazu die Schauspieler Oliver und James Phelps anschauen, die in den Filmen George und Fred spielen und einige feine Unterschiede in ihrem Aussehen aufweisen. Oliver, der George spielte, hat ein längeres, geraderes Gesicht mit einem leicht anders geformten Kiefer, ein Muttermal auf der rechten Seite seines Halses, etwas schräge Augen, die weniger tief sind, eine etwas längere und gebogenere Nase mit einem Höcker und er hat eine leicht schiefe, lächelnde Art. Außerdem ist er etwas größer als James, der Fred spielt. James, der Fred darstellt, hat ein kürzeres, runderes Gesicht, eine Narbe an der linken Augenbraue, weniger schräge, tiefere Augen, eine geradere Nase und ist etwas kleiner als Oliver. Jetzt zum Ende hin nochmal ein kleines Fazit. Fred und George sind zwar Zwillinge und ergänzen sich super mit ihren Eigenschaften, aber sie sind auch extrem unterschiedlich. Fred ist eher extrovertiert, liebt es Scheiße zu bauen, für beide zu sprechen und ist etwas kleiner als George. George hingegen ist etwas zurückhaltender, diplomatischer und baut nicht so viel Scheiße. Er macht zwar mit, wenn sein Bruder das will, aber ich glaube, von selber wäre er nicht so. Außerdem ist George der bessere Sportler von beiden und heiratet am Ende Freds Ex-Freundin. Und das sind die Hauptunterschiede zwischen Fred und George Weasley. Habt ihr etwas Neues über diese beiden Charaktere gelernt? Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich ziemlich doll über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, ob zu dem Video oder zu einem anderen Video oder zu irgendeinem Harry Potter Thema, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.